Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deep Space Turtle Chase. Ja, das ist ja die Adventure Map, die ich vor ein, zwei Wochen angefangen habe. Und das hier ist jetzt der dritte Teil. Ja, falls ihr die erstmal nicht gesehen habt, dann würde ich euch empfehlen, diese zu gucken, damit ihr eben wisst, wo wir gerade sind. Ihr könnt die Map natürlich auch runterladen und sie für euch selber spielen, wie ihr wollt. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall ganz normal weitermachen. Ja, wir haben ja das letzte Rätsel eigentlich geschafft und müssen jetzt nur noch weiterkommen. Ja, da sind wir stehen geblieben, da wusste ich nicht genau, wo es weitergehen sollte, aber ich habe auch schon eine Vorahnung, was wir als nächstes tun könnten. Komme ich da hoch? Nee. Und zwar hatten wir ein paar verschlossene Türen. Und oh, jetzt komme ich echt nicht mehr raus. Und es gab ja schon eine, die ist aufgeschlossen worden. Und jetzt könnte es ja sein, dass auch die anderen auf sind. Ja, das werde ich jetzt mal versuchen rauszufinden. Jedenfalls, ah, da. Genau. Nämlich gab es hier unten eine. Ich werde jetzt lieber nicht hier runterspringen, sonst komme ich vielleicht nicht mehr hoch. Aber hier kann ich auch einfach durch. Ja, genau. Also da kann ich auf jeden Fall gleich wieder rein. Falls meine Vermutung jetzt nicht stimmt. Da komme ich nicht hoch. Nämlich versuche ich jetzt mal da lang zu gehen. So, hier war nämlich ein Hinweis. Und da habe ich hier unten Exploding gelesen statt Exploring. Ja. Bisschen Fail, aber ich werde jetzt gucken. Haha, gut. Also dann wird es hier wohl weitergehen. Enjoy what? Why, thank you, Professor. Turning on the power station saved me the trouble of hunting you down. Now your position is lit up like a light bulb. No, lit up like a lightning bug. And like a bug, I will crush your. Enjoy what little time you have left, Tagonist. I am coming to handle you personally. But don't hold your breath. I won't make the same mistake twice. This time I think I will simply Moultonize that entire region. Let's see you escape from that. Gut, gut. Ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt wieder ein wenig was zu erforschen. Und ich denke mal, da gibt es hier genug zum Sehen. Gut, gucke ich hier mal rein. Oh, great, you're through. Huh. This is odd. Something is keeping my active sensors from seeing inside. Mind if I hitch a ride in your optics? This will only take a moment. And done. Whoa, nice place. There's no way this was some simple mining operation. There must be something we can use in here somewhere. Have a look around and see what you can find. Gut. Dann gucken wir mal rum. Und keine Ahnung, was da wieder steht. Also hier sollte es ja angeblich irgendwas geben, womit wir möglicherweise was anfangen können. Diese Tür ist verschlossen. Gucken wir da mal rein. The place sure was deserted in a hurry. Seems like this panel unlocks the next chamber in the rooms upstairs. 1, 2, 3, 5. That's strange. The numbers count to 5, but there are 4 lights.
I guess there's 5 buttons if you count the enter key. But there are 4 lights. Anyways, maybe someone left the combo lying around somewhere. Okay. Also hier sollte angeblich irgendwo eine Kombination rumliegen. So, also so eine Map wahrscheinlich wieder. Oder irgendwo auf Schildern. Mal gucken. Ah. Okay. Das hat, glaube ich, nichts mit unserer Mission zu tun. Gucken wir mal hier unten. Ach Gott. Sind ja nicht viele Knöpfe oder so. Aber ich denke mal, das ist die Hälfte eh nix. Ach Gott. Ja, viel Spaß beim Lesen. Oh. 1251. Ja. Mal gucken, ob wir damit was anfangen können. 1251. Gut. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht alle Knöpfe das aufmachen würden. Was aber eigentlich gar nicht sein kann, weil ja man da schlecht Redstone hinlegen kann. Also wahrscheinlich sind die nur so zu zielevoll und so zierde. Ja. Gut, was haben wir gesagt? 1, 2, 5, 1. Lieber nochmal gucken. Jo. Mal sehen. So, hier. 1, 2, 5, 1. Ja. Yeah, DJ. DJ-Pult. Ach so. Ah, cool. Die Tür war eben zu. Und ja. Oh, Lava. Und ein Hinweis. Oh, kann gar nicht lesen, das wird so hell hier. Oh. Das ist die Frage, ob ich hier genug erforscht habe. Und ob vielleicht in diesen Texten irgendwas Wichtiges stand, was ich jetzt nicht genau gelesen habe. Ich denke mal, ich werde mich hier nochmal umgucken. Boah, das sieht ja cool aus. Mit den Betten. Aber ich glaube, das haben die mit MC Edit gemacht. Das geht normalerweise nicht. Weil hier sind ja auch keine Blöcke oder so. Oh. Jetzt, wo ich darin schlafe, geht's natürlich kaputt. Hier ist nichts und hier stimmt auch nichts. Nö. Ein
gehe ich zuerst mal runter, würde ich sagen. Oh. Nein. Gut. War hier was? Nee. Dann gucke ich nochmal, was hier ist. Und ansonsten gehe ich einfach weiter. Keine Ahnung, ob ich irgendwas umstellen muss. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Weil da ja keine Informationen oder so sind. Ist wahrscheinlich wieder nur so zur Zierde. Gut, wo war das? Hier unten, glaube ich. Ja. Also mal gucken. Wenn es nicht klappt, dann. Dann klappt's nicht. Gut. Ja. Hä? Okay. Das bringt jetzt ja wohl nix. Hoffen wir, dass das so gewollt ist. Nicht, dass das ein Bug ist oder so. Mal gucken. Weil ich wüsste nicht, was ich jetzt noch vergessen haben könnte. Vielleicht hier oben. Hier ist es. Ist jetzt irgendein Code oder so? Ich glaube nicht. Super. Genau. Eine Pflanze. Oh. Hä? Was war das jetzt für ein Geräusch? Okay. Was ist denn? Ach so, es könnte sein, dass als ich hier rübergelaufen bin, dass da die Dispenser aktiviert wurden. Und das war das komische Geräusch. Hier steht dann auch irgendwas Unwichtiges. Ja.
So. Also ich glaube fast, dass ich gleich nochmal mir Hilfe holen muss. Aber ich denke auch nicht, dass hier irgendwas Wichtiges drin steht. Die ganzen Texten. Oder ich hoffe es. Genau. Gut. Also ich gehe jetzt noch mal runter und gucke, ob sich da was getan hat. Oh. Sieht auch lustig aus. Was sind das hier für Blöcke? Vielleicht halbe Türen? Keine Ahnung. Ui, ich bin im Klo. Dude, did you just flush yourself down a toilet? Ist ja geil. Okay, mal gucken, was wir in der Kanalisation so finden. Okay. Ach, da gibt es wohl mehrere Toiletten. Ich denke mal, das ist eher so ein Easter Egg. Das gehört nicht wirklich zur Lösung dazu. Aber mal gucken, was uns hier so erwartet. Ich hoffe mal, dass wir auch noch irgendwie rauskommen oder so. Nicht, dass wir gleich irgendwie sterben. Okay, wäre auch nicht so schlimm. Wenn man keine wichtigen Sachen dabei eigentlich. Ah doch, das hier ist extrem wichtig. Na, super. Ah, ich komme drunter. Na, oh, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt hier lang soll. Ist das Schilder? Ich hoffe mal. Oder? Nee. Aber ich geht's hoch. Mal gut. Ah, Mist. So. Zack, 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 zack. Und Speedrun. Oh, gleich fahre ich runter und darf ich wieder von vorne anfangen. So, hier scheint's. Oh, scheint's rauszugehen. Na, ah, hallo?
Aber da würde ich nicht hochkommen. Ich denke mal, ich sollte hier lang gehen. Ah, oh, Mist. Jetzt habe ich nicht mehr nach unten geguckt. Nice. Hui, es macht Spaß, hierin zu tauchen. Ja, ich gehe mal da hinten lang. Jetzt hier runter oder hoch? Runter nicht. Ach so, damit man... Ah. Damit man nur von unten hochkommt. Haben wir hier eben reingeguckt? Wo sind wir denn hier? Hä? Ach, das ist ja ganz weit weg. Oh. Da hinten müssen wir hin. Ah. Gut, dann... war das wohl nichts. Sondern wie gesagt, einfach nur ein Easter Egg. Also wie eben schon geplant, werde ich jetzt mal wieder zur Lava nach unten gehen und gucken, ob man da noch irgendwas tun kann. Ansonsten werde ich mir wohl Hilfe holen müssen. Rufe ich Captain Sparkles an. So, wo war unten? Hier links. Genau. So. Natürlich nicht. Uff, ist jetzt die Frage, ob ich bis nach da springen kann. 1, 2, 3. Ja. Ah, das sind 4 Blöcke plus um die Ecke. Ich glaube nicht, dass das geht. Also bevor ich das jetzt riskiere, werde ich kurz die Aufnahme stoppen. Und ja, mir mal ein Video angucken. Nämlich das, das ich auch beim letzten Mal geguckt habe, als ich nicht weitergekommen bin. Also wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, da bin ich wieder und ich habe mir kurz angeguckt, was dieser Typ gemacht hat. Diesmal war es ein anderer, weil ich das Video nicht mehr gefunden habe. Aber der ist einfach hier hochgegangen. Und dann hier. Und dann hier, glaube ich. Okay. Also der hat anscheinend doch ein bisschen mehr explored als ich. Ah. Was? Komme ich nicht mehr raus, wenn ich da drücke. Oh. Okay. Egal, ich werde trotzdem mal zurückgehen. Weil ich meine, ich habe so ein paar Schilder gesehen, wo so ein paar Farben drauf waren. Ja, nee, hier ist nicht. Da oben.
war ich gar nicht drin. Oder? Doch. Achso, ja, die Toilette. Hey. Naja. Okay, hier auch. Dann gucke ich mal hier. Nein, keine Farben. Da, oder? Ja, nee. Nee, nur rot. Ja, auch nicht. Ich war mir aber sicher, dass ich irgendwo wie drei Buchstaben mit Farben gesehen habe. Oh. Aber hier war ich schon, oder? Ja. gut. Beziehungsweise nicht gut. Dann müsste es eigentlich da gewesen sein. Nein, da komme ich nicht rein. Hier. Okay, hier war ich gar nicht. Ja. Jetzt bin ich. Ach, jetzt bin ich wieder hier oben. Ich würde sagen, da der rote ja richtig ist, drücke ich den jetzt einfach. Und dann kann ich einfach durchgehen, oder? Ich drücke jetzt mal. Einen anderen. Jetzt habe ich wieder den roten gedrückt. Ah, da scheint es der gelbe zu sein. Ah, der grüne oder blaue? Ah. Jo. Ist ja nicht so, dass ich jetzt schummeln würde oder so. Nein. Okay. Glück gehabt. Zack. Blaue und einmal noch. Der nicht. Der auch nicht. Dann muss es der Blaue sein. Jo. Wie schön. Achso. Ah. Remix. Gut. Overseer's Desk. Ah. Also ich muss jetzt irgendwie das Ding da öffnen. Da ist ein Button. Ja. Gut. Mal gucken.
1, 1, 2, 3, 6, 5, 3, 6, 5, 3, 2, 1. Okay, gemerkt. Uff. Ich würde sagen, ich schreibe mir den hier jetzt mal auf. Ha, F10. Ui, hat mir irgendjemand in die Kommentare geschrieben, dass man einfach F10 drücken kann, dann kann man die Maus hier so schön bewegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich aufgenommen habe, aber ich hoffe es mal. Also mit F10 kann man so schön die Maus bewegen. Wenn ihr das jetzt wieder nicht gesehen habt, falls ich nicht aufgenommen habe, falls es irgendwie unterbricht, was ich aber eigentlich nicht glaube. Jetzt brauche ich kurz einen Zettel, beziehungsweise kein Zettel, sondern einfach so, einfach ein Textdokument. 1, 1, 2, 3, 6. Fünf, drei, sechs, fünf. Fünf, drei, sechs, fünf. Drei, zwei, eins. Also, 1, 1, 2, 3, 6, 5, 3, 6, 5, 3, 2, 1. Müsste stimmen. Und dann gehe ich jetzt mal zurück. Ah, cool. Ich weiß nicht, ich will da schon eigentlich mal runter. Aber eigentlich auch nicht. Also ich gehe lieber diesen Weg. So. Immer noch zu. Hier laufen nur die coolen Leute lang. Nein. So. Also, ich habe jetzt gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, ich könnte natürlich. Nein, könnte ich nicht. Hier gibt es nur 1, 2, 3 und 5. Und vielleicht ist das 6. Man kann es versuchen. 1, 1, 2, 3, 6, 5, 3. 6, 3, 2, 1. Los! Dann hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es geklappt hätte. Gab's hier noch irgendwas? Nee. Also ich will es jetzt wirklich nicht zu lang ziehen. Und deswegen unterbreche ich nochmal und guck nochmal kurz ins Video rein. Auch wenn es mir leid tut. Es ist halt so, dass ich jetzt nicht der größte Englisch-Pro bin und
Deswegen steht wahrscheinlich irgendwas in diesen Texten, was ich jetzt nicht genau begriffen habe und deswegen weiß ich nicht, was ich tun kann. Also wir sehen uns gleich wieder. War hier nicht irgendwas mit den Farben? Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Und so. ja. Ich bin mal wieder zu ungeduldig. Also es liegt nicht irgendwie an irgendwelchen Texten, sondern es ist eine bestimmte Tür aufgegangen. Die ist genau da, glaube ich. Hier, genau. Und ich habe gesehen, dass der Typ vom Video dieses Rätsel mit den Farben genauso gemacht hat wie ich. Also er hatte auch keinen bestimmten Code oder so. Ich weiß nicht, ob es vorgesehen ist, aber auf jeden Fall bin ich dann ja nicht der einzige Schummler. So. Gut. Also dann gehe ich jetzt mal hier lang. Was ist passiert? Ist natürlich jetzt die Frage, ob ich den Button drücke oder nicht. Ich denke mal, dass hier nur sein sollte, wenn ich irgendwie von oben runterfalle. Und ja, deswegen gehe ich jetzt hoch. Und ja, drück einfach mal den Knopf. Wird schon nichts passieren. Aber das steht. Ich muss irgendwas sauber machen. Run off Tube. Was auch immer. Ja. Was ist passiert? Nichts. Nein, ist bestimmt irgendwas passiert. Nur weiß ich nicht was. So, vielleicht. Ich muss zurück. Ach so, ja, ich gehe jetzt mal hier runter. Ist hier was passiert? Cool. Gut, dann ist hier wohl Wasser lang geflossen. Keine Ahnung, was das für ein Stein ist. Aber könnte Obsidian sein. Naja, weiß ich nicht. Nee, kann gar nicht sein. Cobblestone, weiß ich nicht. Aber ist ja auch egal. Gut. Incoming transmission. Alright, sorry I was away for so long. I had to duck behind an asteroid while Testadine's ships were searching nearby. I have good news and bad news. Good news is he's gone. Bad news is that he may be in all likelihood probably could be headed your way. How is the search for help? Ja. Läuft gut. Mr. Sparkles. Beziehungsweise Mr. Schmidt. Hui. Reinspringen. Wow, sieht cool aus. Hint. Finicky. Was auch immer das für ein Wort ist.
Disturb Stone. So. Nein. Boah, meine Stimme verlässt mich gerade. Oh. Ich höre etwas. Ich glaube, das sind Pistons. Ah, oh. Ja. Gut. Aha. Lauf, 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 lauf. Aha. Okay, ich hoffe mal, dass ich es schaffe. Aber allzu schwer wird es schon nicht sein. Wow, das war extrem knapp, glaube ich. Natürlich. Was? Wo bin ich? Hä? Nein. Wer hat mein Bett kaputt gemacht? Hä? Ist das jetzt gewollt? Nee. Kann nicht sein. Super. Gut, dann würde ich sagen, ist das jetzt Schluss für heute und für diese Folge. Ich werde jetzt zurückgehen und war es hier lang? Ja, da. Ach Gott, jetzt muss ich noch über die ganzen Lianen und dann sehen wir uns in Folge 5, nein 3, nee 4. Also in Folge 4 sehen wir uns dann wieder, wenn ich dann wieder in diesem Schloss bin oder in dieser Unterkunft, beziehungsweise eben da, wo ich aufgehört habe. Ja. Also es wird dann wieder eine Stunde dauern und ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Der Download-Link müsste in der Beschreibung sein, also dieser Map und dem ganzen Installationsprogramm, beziehungsweise der Link der Website, wo ihr das Ganze runterladen könnt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, beziehungsweise in Folge 4. Also bis dann.